Alle Tuner aus deiner Umgebung warten jetzt auf deine Kommentare. Also, worauf wartest du noch? Fang an zu tippen und schreib uns ein paar nette Worte in die Kommentarspalte. Und wenn du extra lange Spaß mit uns haben willst, dann lass uns auch unbedingt noch ein Abo und ein extra geiles Like da. Und erzähl auch all deinen Freunden von dieser geilen Nummer. Jetzt! Hallo. So, wir sind wieder zurück. Wie viel Teil ist denn das schon? Vier. Zurück in der Werkstatt. Es wird geschraubt, aber in erster Linie links rum. Ja, wir machen nur Schraubenlose. Ja, wir bauen heute mal den Motor aus. Genau. Ne? Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Über früh oder lang werden wir dann ja auch den Zylinder auseinanderbauen. Da wird auch mal interessant zu sehen, wie der aussieht nach all den Jahren. Mhm. Ob der noch gut läuft. Also gut laufen tut er ja, aber wie sieht der aus? Ich würde sagen, er sieht wahrscheinlich nicht gut aus. Sieht gut aus, ja. Also ich würde sagen, erstmal hoch, Motor hängen wir aus, oder? Jo, kommt nicht raus, das Ding. Ja, gut. Hoch der Motor. Oh ja. Da willst du abreißen. Die reiße ich jetzt ab. Lässt einen Trümmer dran, erstmal für den Spaß. Ja, die reiße ich jetzt erstmal ab. Ja, reiß ab. Normal mache ich das mit der Hände. Ach komm, der geht da ganz geschmeidig auf, ne? Mhm, dreht sich mit hin. Mal gucken, mal rüber. Ah ja. Das gibt's doch nicht. So, und wichtig ist, wenn das offen ist. Oh, da musst du hinten erstmal kontern. Mhm. Zum Glück fehlt nicht der Zehnerschlüssel. Ach. Ein passendes Lachen aus dem Off. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Ey, wäre die Schraube wichtig gewesen, wäre sie abgerissen. So, Halterung. Halterung ist hier. Herr Orwe. Und da hin. Ich mache mal ein bisschen Licht hier dran. So, jetzt ist das hell hier. Kann ja auch dein Gesicht jetzt wahnsinnig. Ah, jetzt ja. Jetzt reißt die ab. Da habe ich aber. Oh, da hast du aber auch Nerven, ne? Weil wenn die im Block, das ist im Block, wenn das abreißt. Aber ja, ein guter Bohrer, ein guter Gewindeschneider. So, jetzt spannend. Das kann man. Oh. Das Glück ist uns hold. Noch. So, Emo. So, Überraschung, was ist mein Block? Ja, das ist alles gut. Oh. Wow. Ja. So, das ist jetzt der Moment, wo die Dorfkids noch erstmal einmal durchs Dorf fahren würden. Jo. Normal müssen wir jetzt immer gucken, wie das sich anhört. Da brauchst du hier in der Halle, brauchst du nicht alle mit anfangen. Denk dran, ne? Mit Obacht, sonst fliegt euch das ins Gesicht und dann. Mama? Er hat's geschafft. War kein Problem, mal im ersten Versuch. Ja. Es hat ja noch zwei. Ja, aber die sind ja jetzt nicht mehr so. Nicht mehr so wild. So. Aha. Oh. Ist raus? Ja, ich glaube. Okay. Was machen wir als nächstes? Rad ab. Ja, das Stäbchen. Da muss man ordentlich mit dem flachen Schraubenzieher muss man da drunter unter den Juffen und den aufknuspern. Ah, siehst du. Guck mal, hier ist sogar noch ein Splinti. Den musst du aufbiegen, ne? Brauchst du einen Spitztang. So, und dann musst du den hier aufjodeln.
Denk dran, immer neu machen. Wenn man es wieder zusammenbaut. Das ist ja so elastisch, den kann man einfach wieder. Ah, noch guter, Alter. So, und jetzt musst du. Vom Daniel! Das Werkzeug vom Daniel einfach. Du schnell zurück. Tu dir besser schnell zurück. Ganz leise. Ganz leise. Ja. Er hat nichts gemerkt, er hat nicht gemerkt. Ziemlich leicht, ha? Das war es schon. Schutzblech. Aber es geht. Das geht. Zap. So. Was haben wir zu den Bremsen? Sind noch okay, ne? Die sind noch okay. Würde ich aber aufgrund des Setups die Stage 6 einbauen, ne? Ja. Machen wir mal. Kommt auf die Liste. Kommt auf die Liste. Das drunter stellen. Aber der läuft weiter vorne, ne? Ah, oder kannst du nie ablassen? Ja. Das ist ja das blaue Lebenselixier. Das ist ja das aber nicht alt. Das, Nee, das ist ziemlich neu. Das ist noch ganz neu. Das ist ganz blau. Dann läuft es besser. Weil, wenn ihr pinkelt, macht ihr ja auch den Mund auf, damit es schneller rausläuft. Weise Worte vom Flo. Dann musst du den Lenker vielleicht ein bisschen einschlagen. So. Kaum hat der Flo es aufgemacht, läuft es wesentlich schlechter. Nee, ich glaube, es ist einfach schon alles raus. Meiner Meinung nach müssen wir jetzt hier den Krümmer abmachen, wenn wir hier an die Schraube kommen, das Federbein lösen, die ganzen Zuge lösen und in einer Stunde komme ich wieder und dann ist das gemacht. Das ist alles fertig. Mach das Fach auf, Mignon. Und dann... Was verbirgt sich da hinter? Was verbirgt sich das Bernsteinzimmer? So, jetzt guck mal hier. Ha? Jetzt kommst du da nämlich super dran an Krümmer. Jetzt kannst du da schön mit der Hand reinfahren. Mit der Hand drin? Ja. Ich komme aber nur mit einem oder maximal zwei Finger durch. Der Rest vom Juffen. Der Juff quasi. Achtung, Achtung! Da ist er. Was ist das Ding? Ist ja ganz trocken. Kommt dir bekannt vor, ne? Anlasserkabel. Ich bin dran. Ich sehe nichts. Kannst du auch zwinkern, so einen Stecker schon abziehen, das Geile. Danke. Ne? Danke für den Tipp. Vom Profi. Oh, Zündkerze ist ganz neu. Ich musste Anlasser ganz rausschrauben. Ach. Das ist ja allerhand. Da brauchst du, ja. Danke für den Tipp, Piaccio Kai. Da ist das Ding. Da ist er. So. Oh, geil, lass mich auch mal schnuffeln. Oh. Ist frisch noch. Boah, das riecht wirklich gut, den nehme ich mit nach. Mhm. Boah, da bleib ich die ganze Halbzeit mit, cool. Denkt man direkt an Malibu. Oh, das ist wirklich fein, lass mal den tun wir mal schön hier für später noch im Büro. So,
Da ist der Bursche. So. Mach ab! So. Aha. Oh, da ist noch einer. Das ist der Snuffel. Oh, der ist ein bisschen porös, ne? Aber brauchen wir später nicht mehr. Mutmaßlich. Der saugt hier durch. Durch den Rahmen saugt der gierig. Mhm. Den Vergaser Gaszug. Kannst du drauf lassen. Gaszug. Ne? Da musst du von oben abschrauben. Und da ist auch noch da der. Da ist die Serviceklappe. Kannst du durchs Helmfach machen, ja, und dann kannst du auch noch den Schok, den Elektroschok abmachen. Was hat der Zulauf? Ölzulauf vom Vergaser. Was ist hier vom Tank noch? Ach, der ist aber auch schon, Hemo. Uah! Was machst denn du? Ja, jetzt guckst du dumm aus der Wäsche, das lässt er das Öl ab. Kann schon mal der Finger drauf fallen. Ja, und jetzt? Nix. Schreibst du den Finger drauf. Ja, schön. Mach doch den einfach den Überlauf da dran, den schwarzen. Mach den schwarzen einfach hier drauf. Ey, da bin ich ja auch nicht schlauer wie vorher. Ne? Den machen wir neu denn da. Dann einfach so. Abgekneifen. Schraube. Ja. Aua. Sau mal nicht die Werkstatt, ne? Komm. So. Träumchen, ne? So. Ah. Jetzt kommt man da noch dran. Was ist das Ding? Also. So, dann mach noch den Schoki hier. Der hat auch noch einen kleinen Schlitzer, siehst du den? Ich hab gedacht, der hat gleich einen Stecker. Ich wollte nur die Abdeckung abmachen. Jetzt hast du noch ganz Vergaser abgeruckt. Ja. Den kannst du ja dran lassen. Du musst doch, mach doch mal den Schok, schraub den doch mal los. Ja, da ist doch eine Abdeckung drauf. Und die mache ich jetzt ab damit. Da ist keine Abdeckung drauf. Du musst den, der geht, du musst den losschrauben. Ja, irgendwie gibt's es bisher auch nicht mehr. Gut, also lang hätte der Ansaugstutz hier nämlich gemacht. Also, wie hast du Vergaser? Ja, das bisschen. Oh, der sieht aber gut aus von unten, ne? Ja. Guck mal, das ist doch noch. Sag einmal. Ja. Siehst du, was ich sehe? Mal dich so mal ran. Der ist ja noch gedrosselt. Ja. So. Alles ab. So, das ist ab. Das Kabel ist ab. Oh, hier haben wir noch den Zug von der Ölpumpe. Müssen wir innen drin lösen. Kannst du abkneifen, mach mal, schmeiß mal die raus, die Ölpumpe. Nee, oder? Ich finde, normalerweise fahre ich immer selbst mich, wenn du auf 70er umbaust. Du fahrst gar nicht. Dann lass drin. Ich bin dafür, dass wir es innen drin abmachen. Gut. Wenn wir es mal nochmal brauchen. Ah, hier. Temperatursensor, der Stecker. Zack. Zap. So. Muss hier die Kappe aufmachen, kannst du mit dem Schraubi drunter. So, guck mal. Zap. Oh. Siehst du, ne? Gewusst wie. Das wusste ich nicht. So. Der ist auch. Bist du hier? Der ist auch von da, ne? Psst. So. Zeig nochmal Vergaser von unten. Ja, der sieht wirklich aus wie so eine Zwiebel, die du aus dem Boden gezogen hast. Eine Kartoffel. Eine Zwiebel, ja. Die ist reif. Was ist hier? Was machst du? Scheiße. Da hat er mir doch schon ab. Ja, weißt du noch was im Zylinder drin? Ja, aber. Wo kommt das jetzt her? Aus dem Zylinder. Warte. Ja, was willst du jetzt damit? Der Spuk ist vorbei. Nee, ich hab's nur drauf gedrückt. Florian? Ja? Du machst das jetzt besser ab. Okay, danke. Samu, die Dorschelle ist aus der Hölle.
das gibt's doch nicht. Ah, jetzt kommt er doch. Ach du, da schlappert er wieder. Oh. So. Das ist das Ding. Herrlich. So. Da ist das Teil. Da ist er. Noch ganz schön schmutzig. Bisschen dreckig ist er noch, ne? Ja, ich würde sagen, zum Auseinandernehmen haben wir jetzt heute keine Zeit mehr. Nee, das machen wir dann im nächsten Video. Ihr könnt ja mal vielleicht in die Kommentare schreiben, wie ihr den Zylinder einschätzen würdet mit dem Kreuzschliff, mit dem Verschleiß. Der Kreuzschliff ist wahrscheinlich keiner mehr da. Aber okay. Antrieb finde ich noch spannend, ob der schon Antrieb mal neu ist gekommen ist. Genau. Das werden wir dann alles sehen. Wir machen jetzt hier noch sauber, stellen den Kram zur Seite und den Roller zur Seite. Denkt dran, wir haben wie immer einen Couponcode hier im Video versteckt. Irgendwo ist er ganz mies versteckt. Ganz mies versteckt. Die letzten Male war echt schwierig. Ich glaub, das war schwierig, diesmal mache ich ein bisschen leichter. Und mit dem Couponcode kriegt ihr dann Rabatt. Und denkt dran, jede Bestellung bei uns im Shop ist automatisch im Lostopf. Wenn der Roller fertig umgebaut ist, verlosen wir den natürlich wieder. Das heißt, wenn ihr gewinnen wollt, lasst irgendeine Bestellung da, dann seid ihr auch schon dabei. So, Mensch, komm, dann lass uns aufräumen. Das war's für den Moment. Macht es gut und bis bald. Alles Tschüss. Ciao. Macht ruhig weiter mit den Kommentaren. Ich putz hier nur.